Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier beim 6. Aufschlag Rühlke in und auf der Theaterbühne Sandkorn. Wir kommen gerade aus einem Veranstaltungszentrum, das heißt eigentlich aus einer, ja, aus einem Baden-Sound-Veranstaltungstechnikfirma, deren Lager voll waren mit Veranstaltungstechnik, weil keine Veranstaltungen derzeit stattfinden können. Wir befinden uns hier in einem Theater und ich muss sagen, das Theater ist im Gegensatz zu gerade eben erstaunlich leer, weil im Moment eben auch keine anderen Kulturveranstaltungen stattfinden können. Deswegen, weil Kultur und Gesellschaft zusammengehören, dreht sich unser jetziger Aufschlag Rühlke um die Themen Gesellschaft, Kultur, Gesundheit und natürlich in diesem Zusammenhang immer auch ein Stück weit um Corona. Meine Damen und Herren, ich freue mich besonders, dass ich Christian Lindner, unseren Bundesvorsitzenden, bei uns begrüßen darf. Hallo. Sie dürfen übrigens auch hier im Raum die paar applaudieren, ne? Einen herzlichen Applaus für Michael Theurer, den Landesvorsitzenden und den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Lieber Michael, hallo. Hallo. Einen besonders donnernden Applaus möchte ich für jemanden einfordern, der es gewohnt ist, Applaus zu bekommen, weil sie tatsächlich im Kulturbetrieb tätig ist. Begrüßen Sie Katrin Lorbeer, Vorsitzende der MUTEA, der Bundesvereinigung Deutscher Musik- und Theaterfördergesellschaften. Herzlich willkommen, Frau Lorbeer. Ich hoffe, dieser Applaus ist wenigstens eine kleine Entschädigung für das, was Sie im letzten Jahr vermissen mussten. Den größten, den herzlichsten und den wichtigsten Applaus bitte ich demjenigen zu geben, der dieser Veranstaltung seinen Namen verliehen hat, unserem Spitzenkandidaten Dr. Hans-Ulrich Rühlke. Meine Damen und Herren, auch diesen Aufschlag Rühlke möchte ich natürlich dazu nutzen, unsere Kandidaten vor Ort ein Stück weit bekannt zu machen. Deswegen, jetzt gehe ich erstmal rüber. Ich habe gerade gemerkt, mit den Masken sieht man nicht nur schlechter, man hört mich auch schlechter. Deswegen einen ganz, ganz herzlichen Applaus an Alena Trauschel, Patrick Wilczek, Patrick Mahlke und Christian Jung. Alena, du bist nicht nur die jüngste Kandidatin der Runde, sondern du bist tatsächlich auch eine engagierte Kämpferin für die Freiheit und für Gleichberechtigung. Wir sind gemeinsam im Landesvorstand der liberalen Frauen und du bist quasi auch ein Sinnbild der Vielfalt bei uns in der Partei. Und deswegen hat es mich ganz besonders schockiert und muss ich ehrlich sagen auch ein Stück weit erschrocken, dass gerade du in deinem Wahlkampf in die Nähe einer rechtspopulistischen Partei gerückt worden bist. Würdest du uns einfach mal erzählen, was passiert ist und kannst du mir sagen, wie sich das anfühlt? Ja, ich habe am Samstagabend vor ungefähr einer Woche eine Nachricht bekommen über meine Wahlkampf-Handynummer, dass in der Ettlinger Innenstadt von meinem Wahlkreis Plakate von mir untertitelt wurden mit so netten Sprüchen wie mit Rechten paktieren, bunte Plakate richten es auch nicht mehr und einem großen Logo der Jusos drauf, also der Jugendorganisation der SPD. Und das hat mich ehrlicherweise sehr, sehr schockiert, denn ehrlicherweise, ich weiß natürlich, auf was Sie dort anspielen, aber wir sind hier in einem Landtagswahlkampf. Wir können gerne in eine inhaltliche Diskussion einsteigen über die Themen von Extremismus und wie wir damit umgehen müssen und was wir dagegen tun können. Aber einfach solche Dinge zu machen, ohne in irgendeiner Form dort auch mal in den Dialog zu treten, finde ich feige und zeigt ehrlicherweise, dass eigentlich die Inhalte bei manchen Parteien gar nicht mehr so sehr im Vordergrund stehen. Aber das ist ja eigentlich genau das. Wir wollen ja, dass junge Menschen Politik machen. Ist es schwieriger, als junge Menschen in die Politik zu gehen? Ist es bei euch, also ich sage jetzt mal, du bist ja auch Mitglied der Jungen Liberalen, das waren jetzt die Jusos, auch die Jugendorganisation der SPD. Ist bei euch der Umgang einfach härter geworden? Muss man sich daran gewöhnen? Oder sollte es nicht eigentlich gesellschaftlicher Konsens sein, dass wir, ich sage jetzt mal, auf einem Boden des Respekts und Anstands miteinander umgehen? Ich weiß es nicht, weil ich tatsächlich sehe, dass sich der Ton in der Gesellschaft deutlich verhärtet hat. Ja, das sehe ich leider auch, diese Entwicklung. Dennoch glaube ich, dass wir gerade auch hier in der Politik Vorbild sein müssen und deswegen auch einen exakten und ordentlichen Umgangston pflegen müssen, damit wir auch einfach als Vorbild für die Gesellschaft hier dienen können. Und wenn wir jetzt anfangen, uns gegenseitig zu zerfleischen, das sorgt nur nämlich für eines, nämlich dass die Leute gar keine Lust mehr haben auf Politik, dass wir keine Leute mehr irgendwie zu einem politischen Engagement überzeugen können. Und das sorgt auch dafür, dass viel weniger Leute zu den Wahlen gehen, was schlussendlich unserer Demokratie am meisten schadet. Hm.
Und jetzt ganz am Ende, nur um das nochmal für dich inhaltlich klarzustellen. Wir reden ja darüber, dass wir nach den Landtagswahlen Koalitionen schließen wollen. Würdest du vielleicht noch ein Wort dazu sagen, mit wem wir Freien Demokraten denn koalieren können und mit wem nicht? Mit allen Parteien, die auf der Basis der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sind. Das heißt, von SPD, Grüne und CDU. Mit diesen demokratischen Mitbewerbern werden wir reden. Andere Parteien kommen für uns aber hier nicht in Frage. Meine Damen und Herren, ich bin sicher, das ist ein Satz, der Uli Rüke von ganz unten der Basisarbeit bis in die Fraktionsspitze entsprechend unterschreiben würde. Herr Wilczek, da. Herr Wilczek, wir haben uns vorhin unterhalten und die Alena hat ja darüber gesprochen, ein Stück weit Vorbild zu sein. Ich habe mir angeschaut, was Sie machen und ich bin ein Stück weit beeindruckt. Sie studieren nicht nur Jura, sondern Sie arbeiten auch jetzt schon bei einer Polizeibehörde mit. Und ich sage mal, das größte Vorbild, das ja viele kleine Kinder haben, ist Feuerwehr und Polizei. Ne? Ungeschlagen Feuerwehr und Polizei. Können Sie mir ein bisschen von Ihren Erfahrungen in diesem Bereich erzählen? Genau, ich habe nicht nur Jura studiert und studiere es immer noch, sondern habe neben meinem Studium einen kleinen Nebenjob bei der Polizeibehörde in Gaggenau angefangen. Die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, waren eben die, dass man Leute nicht unbedingt danach beurteilen kann, wie sie aussehen oder an welchem Ort sie sich gerade befinden, sondern eben auch die Leute, die abends auf einer Parkanlage unterwegs sind oder abends in der Nähe von einem Bahnhof unterwegs sind, eben die allernettesten Gesprächspartner sein können und man da eben nicht nur nach dem Äußerlichen gehen kann. Das heißt, der wahre Wert der Freiheit ist quasi über das Äußere hinweg zu sehen und zu schauen, wie ein Mensch ist und wie ein Mensch sein will und nicht, wo er herkommt und wie gerade mal seine Klamotten gestaltet sind. Ne? Ja, genau. Polizeibehörde, wie sind Sie auf die Idee gekommen? Ich meine, als Liberale denkt man, wir sind freiheitsliebend. Ne? Also wir mögen keine Regeln. Und plötzlich ist ein Landtagskandidat der FDP bei einer Polizeibehörde. Was läuft da schief? Es hat sich zufällig ergeben. Ich habe eine Zeitungsanzeige gelesen. Ich habe auf mein Konto geschaut und gesehen, hey, ich brauche einen Nebenjob. Die Gelegenheit war da, also habe ich sie ergriffen. Aber Sie sind schon auch überzeugt davon, dass die Polizei eine gute Arbeit leistet und unterstützt werden muss? Auf jeden Fall, genau. Ich habe relativ viel mit dem Polizeivollzugsdienst zu tun. Eben diejenigen, die das verkörpern, was man hier als Polizei quasi kennt. Super nette Kollegen, mit denen kann man super arbeiten. Die verdienen unsere Unterstützung und dafür setze ich mich auch im Rahmen meines Wahlkampfes ein. Eine letzte Frage, weil das ja immer wieder darüber diskutiert wird, wie mit Respekt und Anstand, wir hatten es gerade eben schon. Wir sehen jetzt, dass Respekt und Anstand gerade auch unseren Institutionen gegenüber langsam verloren geht. Das heißt, wir haben Übergriffe im Bereich des Roten Kreuzes, der Ersthelfer, der Feuerwehr, auch bei der Polizei. Können Sie das bestätigen? Ist der Ton ruppiger geworden? Müssen wir in unserer Gesellschaft da vielleicht anfangen, tatsächlich denjenigen gegenüber wieder mehr Wertschätzung zu zeigen, sei es im gesellschaftlichen, aber auch im politischen Umfeld? Also der Ton gegenüber den Einsatzkräften und auch der Ton gegenüber uns ist teilweise etwas ruppiger geworden. Man hat schon das Gefühl, dass im Laufe der Jahre eben diese Hemmschwelle ein bisschen gesunken ist, wann die Leute lauter werden, wann die Leute auch mal näher rankommen, ohne direkt handgreiflich zu werden. Und ich denke, wenn uns allen bewusst ist, welchen schweren Job man als Einsatzkraft oder eben im Vollzug macht, wird sich auch dieses Klima gegenüber den Einsatzkräften wieder ein bisschen bessern. Das heißt, wir müssen auf deren gute Arbeit einfach wieder ein Schlaglicht setzen und mehr wertschätzend mit diesen Menschen umgehen. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Herr Malke, Wertschätzung, darum geht es ja auch in der Automobilindustrie. Und wir Freien Demokraten haben gerade immer mehr Zuspruch, gerade auch von Menschen aus der Automobilindustrie, weil, wie hat Uwe Gackstädter von Busch gesagt, wir können Entwicklung, Strukturentwicklung, wir können keinen Strukturbruch. Da ging es um Arbeitsplätze. Jetzt arbeiten Sie bei Bosch. Können Sie mir ein bisschen was von Ihren Erfahrungen in diesem Bereich erzählen? Das ist richtig. Ich arbeite bei Bosch, also einem Automobilzulieferer. Und wenn ich auf die Kandidatin der Grünen hier in Karlsruhe höre, dann höre ich dort immer, wir müssen Klima und Industrie zusammendenken und müssen dann zukünftig die neuen klimafreundlichen Dinge exportieren. Was ich heute sehe, ist, dass wir Arbeitsplätze exportieren, und zwar nach China. Mercedes verlagert die Motorenfertigung, BMW verlagert die Motorenfertigung. Ganz aktuell. Bosch denkt darüber nach, ein Werk in Frankreich zu schließen, das auf Dieseltechnologie spezialisiert ist. Und was mir wichtig ist an der Stelle, es sind dort hervorragend ausgebildete Menschen, viele Junge machen eine Ausbildung, wollen ihr Leben dort verbringen, das tut man als Boschler heute immer noch.
Und das ist in Gefahr. Und dann sagt die grüne Kollegin, sie wünscht sich, dass in 5 Jahren all diese Menschen im Gesundheitswesen arbeiten sollten. Das ist natürlich dann ein bisschen schwierig. Jetzt ist es eins zu sagen, wir wollen ja Klimaschutz. Das eint uns ja alle. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt Mobilität gegen Klimaschutz in irgendeiner Form ausspielen wollen. Aber haben Sie denn eine Idee, was wir besser machen können? Wir müssen eine ehrliche Technologieoffenheit machen. Schaut bitte genau hin. Es wird heute gerade in Baden-Württemberg das Automobil batterieelektrisch betrieben vorangetrieben. Da sind die Schwerpunkte gesetzt. Aber es ist keine echte Technologieoffenheit. Wir können den Einspritzmotor CO2-neutral betreiben mit alternativen Kraftstoffen. Und da müssten wir uns drauf konzentrieren. Achtung, das batteriebetriebene Fahrzeug hat seine Berechtigung. Das wird benötigt. Aber wir müssen doch anschauen, wie viele Fahrzeuge wir haben. Die können wir nicht alle verschrotten. Sie meinen also keinen Kampf gegen den Verbrennungsmotor, sondern den Verbrennungsmotor in eine neue Zukunft führen? Absolut, den Verbrennungsmotor in eine neue Zukunft führen und ihn CO2-neutral machen. Und das Gleiche bitte für alle anderen Technologien, wo wir unterwegs sind und uns überlegen, was können wir später exportieren. Denn zurück zu den Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, das werden wir nicht exportieren können. Mal eine Zahl noch mal ganz schnell. Wenn wir uns anschauen, Wagniskapital weltweit heute, von 100 Euro gehen 50 Euro in die USA, 33 Euro nach China und 11 Euro in Europa. Ich glaube, dass das völlig fehlgeleitet ist. Wir müssen dringend in die richtigen Technologien investieren. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Technologieoffenheit nicht als Selbstzweck, sondern um Arbeitsplätze und Wohlstand, insbesondere hier in Baden-Württemberg, zu schützen, in eine neue Zukunft führen. Christian, ich habe mich über unsere Kandidaten informiert und bin auf deren Social-Media-Seiten gesehen. Und dann sehe ich Christian Jung mit seiner Elfenfigur Ballett tanzen. Ich wusste gar nicht, dass du so talentiert bist, aber könntest du uns alle ins Bild setzen, was es denn damit auf sich hat? Du spielst, glaube ich, darauf an, dass ich in Ober Derdingen war, bei der Ballettschule von Nadine Elskamp. Und die Ballettschulen, es gibt im Landkreis Karlsruhe sehr viele, also so 5, 6, und auch in Baden-Württemberg 200, die sind komplett vergessen worden, zum wiederholten Male bei den Corona-Verordnungen. Die zuständige Ministerin heißt Susanne Eisenmann und die wissen überhaupt nicht, wie es bei denen weitergeht. Die haben tolle Hygienekonzepte, sowie auch der Kulturbereich, auch die Veranstaltungsbranche und können ihre Ballettschulen, auch Tanzschulen nicht öffnen. Und da habe ich mich mal an so einen Schwebebalken herangemacht, zusammen mit der Frau Elskamp, und versucht, so einige Übungen nachzumachen. Es ist mir nicht gelungen, aber die Bilder sind ganz gut oder lustig geworden. Die kann man tatsächlich auf meiner Facebook-Seite sehen. Jetzt bist du auf Bundesebene eigentlich eher dafür bekannt, dass du im Untersuchungsausschuss Maut unserem Minister Scheuer auf die Füße triffst. Jetzt hast du in Baden-Württemberg angefangen, dich um Kunst und Kultur und auch der Kulturwirtschaft ein Stück weit zu widmen. Wie waren denn die Erfahrungen der Ballettschulen? Ich meine, das ist ja kein Selbstzweck. Wie ging es denn der Ballettschulinhaberin? Hast du da vielleicht noch mal ein paar Worte, damit wir wissen, worum es eigentlich geht, wenn Leute, es hört sich so leicht an, wenn Leute in bestimmten Maßnahmen vergessen worden sind? Also ich habe ja gesagt, es gibt 200 Ballettschulen in Baden-Württemberg und es gibt einige, die jetzt komplett ihre Ersparnisse aufgebraucht haben und wo es jetzt darum geht, kann man noch die Miete zahlen oder nicht. Also wenn sowas vergessen wird, so ein Bereich, auch in der Kultur, dann führt es dazu, dass es hier um Existenzen geht. Und jede dieser Schulen hat ja nicht nur ein, zwei, sondern meistens mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es geht auch in diesem Bereich auch um sehr viele Tänzerinnen, die teilweise dann auch noch andere Engagements haben, die das aber eigentlich machen müssen, um überhaupt ihren Lebensunterhalt zu bekommen, um auch ihre Kinder durchzubringen. Und da ist es halt schon doof, wenn zum Beispiel ein Bundestagsabgeordneter wie ich dann permanent auch Briefe schreibt an die Ministerin und die das dann gar nicht mitbekommt beim dritten, vierten, fünften Mal, dass es so einen Bereich auch gibt. Und das zeigt, dass wir, glaube ich, dringend, das ist auch ein bisschen eine Motivation für mich, auch als Landtagskandidat zu kandidieren, dass wir dringend eine neue Regierung brauchen, wo es auch Menschen gibt, die auch wissen, um was es eigentlich im realen Leben geht. Meine Damen und Herren, das ist eigentlich ein ganz schönes Statement über die Kulturwirtschaft, mit dem ich in unsere andere Bühne rüberleite. Ich wollte gar nicht sagen Hauptbühne, weil Hauptbühne ist natürlich hier mit unseren Kandidaten vor Ort. Aber wir haben noch eine andere Bühne, die mindestens ebenso wichtig ist. Und
Das Kulturthema von Christian Jung ist ein wunderschönes Thema, auf das ich überleiten möchte, und zwar zu Frau Lorber. Frau Lorber, Sie vertreten die Kulturwirtschaft und wir reden immer über Kultur. Wir haben jetzt gehört, 200 Ballettschulen. Können Sie vielleicht mal ein bisschen Licht in das Dunkel bringen? Was bedeutet eigentlich und was ist Kulturwirtschaft? Da schlage ich Ihnen gerne einen Bogen. Also die Kultur- und Kreativwirtschaft ist sehr viel größer, als wir alle denken und wird gerne unterschätzt. Ich hoffe, wir haben im letzten Jahr so ein bisschen dazugelernt und jetzt die Öffnungsperspektiven im Rahmen, die jetzt bevorstehen, die zeigen, dass die Kultur so ein bisschen jetzt mitgedacht wird. Also Kultur- und Kreativwirtschaft hat einen Bruttoumsatz im Jahr von über 100 Milliarden Euro. Das heißt, man halte sich fest, die liegen eigentlich gleich auf mit dem Maschinenbau. Die sind vor den Finanzdienstleistungen und sie sind auch vor der chemischen Industrie. Das ist ein großer Bereich, in dem ungefähr 1,7 Millionen Menschen arbeiten. Also deswegen, was Sie dort angesprochen haben, die Ballettschule, die hat leider viele, viele Leidensgenossen. So, jetzt stehe ich persönlich ja als Theaterfreundin für einen ganz speziellen Bereich im Kulturleben und das sind unsere öffentlichen Theater. Und da muss man sich auch mal klar machen, was das für ein Schatz ist. Wir haben in Deutschland 140 Staats-, Landestheater und Stadttheater. 140 Theater. Im Vergleich, in Frankreich gibt es ein einziges Theater mit einem festen Ensemble. Eins. Das ist die Comédie Française. Wir haben 140. Das ist ein solcher Reichtum. Das ist die höchste Theaterdichte der Welt. Und deswegen steht unsere deutsche Theater- und Orchesterlandschaft auch auf der UNESCO-Liste nominiert als immaterielles Weltkulturerbe. Also wir sind quasi ein Leuchtturm der Kultur in der ganzen Welt. Und deswegen ziehen auch unsere Theater aus der ganzen Welt Talente an. Deswegen sind unsere Orchester, gerade auch unsere Ballettensembles, so international. Darauf sollten wir wirklich stolz sein. Mhm. So. Und jetzt geht es noch ein bisschen weiter. Das Verrückte ist ja, dass uns das ganz wenig kostet. Eine Theaterkarte ist für Sie und Sie wunderbar erschwinglich, denn wir sind alle gesellschaftlich der Meinung, dass jeder sich das leisten können soll. Glücklicherweise. Und für die öffentliche Hand, allen Unkenrufen zum Trotz, ist das auch nicht teuer. Wir geben gerade einmal in den Haushalten 1,7% für die Kultur aus, für die gesamte Kultur. Das sind umgerechnet aufs Bruttosozialprodukt 0,34%. Also für so einen einzigartigen Sektor. Und jetzt schauen wir die gegenwärtige Situation an. Wir haben natürlich große Sorge, wir von den Kulturfördervereinen, dass nach der Pandemie, wenn man sich jetzt fragt, wie finanzieren wir das jetzt alles, wieder bei der Kultur gespart wird. Und ich sage, da ist nichts mehr zu sparen, da ist gar nichts mehr zu holen. Und vor allem, wenn wir es täten, wäre der gesellschaftliche Kollateralschaden viel zu groß. Und vielleicht kommen wir da später noch im Laufe der Diskussion dazu, was die Kultur alles bieten kann. Lieber Christian, jetzt haben wir ja in, Ende letzten Jahres in Berlin immer wieder Demonstrationen gesehen, gerade von der Veranstaltungswirtschaft, von der Kulturwirtschaft. Und das, was die gefordert haben, war tatsächlich eine mögliche Öffnung über Hygienemaßnahmen, weil sie gesagt haben, wir sind Kultur, wir wollen die Gesellschaft zusammenbringen. Das, was wir brauchen im Moment, ist ja auch ein gesellschaftlicher Zusammenhalt. Wollen die Theaterschaffenden, die Kulturschaffenden da etwas Falsches oder muss man denen eigentlich Perspektiven geben, wie sie vielleicht mit höheren Hygienemaßnahmen aber doch mal wieder, wie soll ich sagen, ihrer Leidenschaft nachgehen können und vielleicht die Themen, die uns wieder zusammenbringen, in den Vordergrund rücken können? Ja, genau das müssen wir leisten, dass die Kulturschaffenden wieder ihrer Leidenschaft nachgehen können. Wir beobachten ja seit einigen Monaten die gesundheitlichen Risiken. Und das war auch gut und richtig und muss unverändert fortgesetzt werden. Aber es gibt darüber hinaus auch andere Risiken, nämlich zum Beispiel das Risiko der geistigen Verarmung, indem es keine kulturellen
Angebote mehr gibt. Und aus diesem Grund muss es jetzt rasch sowohl für uns als Besucherinnen und Besucher als auch für die Kulturschaffenden selbst weitergehen. Ich habe ganz großen Respekt vor dem, was Frau Lorber gesagt hat. Und sie hat mit Sicherheit auch recht, dass im Zuge jetzt der enger werdenden finanziellen Spielräume die öffentliche Kulturförderung nicht die erste Position sein darf, wo man sagt, oh, das leisten wir uns nicht mehr, ganz im Gegenteil. Ich stehe allerdings unter dem Eindruck einer persönlichen Freundschaft, das will ich direkt sagen, ich bin befangen und nicht unparteiisch. Guter Freund von mir ist René Heinersdorf, der hat mehrere privatgewerbliche Theater. Der bekommt keinen einen Euro Cent an Subventionen durch den Staat, sondern der muss jeden Abend sein Theater voll machen mit Komödien und so weiter. Und da ist dicht. Es wird gar nichts mehr. Ich stehe unter dem Eindruck einer persönlichen Freundschaft zu Dieter Nuhr, Kleinkünstler, der tourt durch die Welt. Der als Person, das will ich jetzt sicherheitshalber sagen, der hat so gute Bücher geschrieben und so weiter. Also der leidet keine Existenznot, aber der berichtet mir von seinen Veranstaltungstechnikern, die er bei seinen 200 Abenden im Jahr trifft und von denen viele jetzt sagen, nee, ich werde zukünftig Bus fahren, kein Scherz, Bus fahren und nicht mehr Veranstaltungstechnik machen. Da bricht also etwas weg. Und ich stehe unter dem Eindruck, auch das will ich freimütig sagen, einer Freundschaft mit Paul van Dyk, einem unserer wesentlichen Komponisten, Produzenten elektronischer Musik aus der Clubbing-Szene. Das ist ein Kulturgut. Also man müsste jetzt sagen Stockhausen. Also bei Stockhausen würde man sagen, ach, Kultur. Aber das ist eine direkte Linie in der Entwicklung. Stockhausen, Kraftwerk, Dyk. Und zu der Darreichungsform seiner Musik gehört eben die Atmosphäre eines Clubs. Und auch das findet nicht mehr statt. So, worauf will ich hinaus? Wir brauchen jetzt kluge Hygienekonzepte, die kulturelle Betätigung ermöglichen. Und das geht. Beim Clubbing begrenzte Teilnehmerzahl, Schnelltest, Nachverfolgung, nicht am Hotspot. Bei den Bühnen die Handtücher. Ich war bei René Heinersdorf jetzt in der Zeit, wo es kurz offen war, bei einer Premiere. Das sah aus wie in Mallorca oder auf Mallorca, weil irgendwie die Sitzplätze links und rechts neben mir, da waren überall Handtücher ausgelegt, um zu markieren, dass man hier bitte nicht Platz nehmen darf. Aber es ging, hat sich auch keiner angesteckt. Man trug draußen eine Maske und drinnen war begrenzte Teilnehmerzahl. Klar, das hat sicherlich dann nicht wirtschaftlich den Erfolg wie ein vollbesetztes Haus, aber es passiert etwas und es ist höchste Zeit, dass wir das ermöglichen. Das sage ich ganz in persönlicher Betroffenheit wegen meiner Freunde, wo ich sehe, was das seelisch mit denen macht, die Kultur schaffen wollen, und auf der anderen Seite, was das mit uns allen macht, die wir gerne Kultur erleben möchten. Ja, vielen Dank. Im Handtuchwerfen sind wir Deutschen ja bekanntlich die Weltmeister. Warum nicht mal in diesem Bereich ein neues Konzept ausprobieren? Lieber Uli, wir haben gerade gehört, dass die Clubbing-Szene ein wichtiger Bestandteil der deutschen Kultur ist. Du setzt dich aber auch tatsächlich für Menschen ein, die auch ein Bestandteil des deutschen Kulturbetriebes sind, die aber so oftmals gar nicht wahrgenommen werden, nämlich die Stausteller. Ist das richtig? Das ist richtig, aber ich setze mich nicht nur für die Schausteller ein, sondern generell für alle, die davon betroffen sind, dass wir diese Art von Lockdown-Politik machen. Wir haben ja im Herbst im Landtag von Baden-Württemberg über den sogenannten Wellenbrecher-Lockdown diskutiert. Mhm. Dieser Wellenbrecher-Lockdown war getragen von der Überzeugung, man müsse jetzt bestimmte Bereiche der Gesellschaft schließen, nämlich den Einzelhandel, die Gastronomie, viele Bereiche der Kultur, viele Bereiche des Sports. Und so könne man Kontakte reduzieren und das Infektionsgeschehen in den Griff bekommen. Ich habe das damals, ist nachweislich, man kann es im Plenarprotokoll des Landtags von Baden-Württemberg nachlesen, bezweifelt. Ich habe zu Protokoll gegeben, ich habe mir vieles von diesen Dingen angeschaut. Zum Beispiel auch,
bei den Schaustellern. Wir haben in meinem Wahlkreis in Pforzheim ein Konzept gemacht, wo Schausteller über einige Wochen hinweg ihre Geschäfte öffnen konnten, quasi auf Abstand. Hat hervorragend funktioniert. In meinem Pforzheimer Stadttheater gab es ein funktionierendes Hygienekonzept. Ich war mit den Kulturpolitikern meiner Fraktion im Januar dort. Der Oberbürgermeister hat es nicht ganz so gern gesehen. Er hat gesagt, ist eigentlich schon Karenzzeit. Aber der Intendant und der Verwaltungsleiter hat gesagt, kommt bitte ohne Presse, wir wollen keinen Ärger wegen der Karenzzeit so kurz vor der Wahl. Aber wir sind froh, dass endlich mal jemand kommt von der Politik und sich das anschaut. Denn die Hygienekonzepte, die da entwickelt wurden, den Sommer über, die haben funktioniert. Ich bin felsenfest davon überzeugt, da gab es keine Infektionen. Ähnlich im Sportbereich. Also man hat die Falschen geschlossen. Und genau das war auch das Ergebnis dieses Wellenbrecher-Lockdowns. Es gab nicht weniger Infektionen, sondern mehr. Weil man die Menschen, die ja Kontakt suchen, der Mensch ist ja ein soziales Wesen, weil man die Menschen von Bereichen, die funktionierende Hygienekonzepte hatten und wo keine oder kaum Infektionen stattfinden, abgedrängt hat in das Halbdunkel einer vom Staat nicht ausleuchtbaren Privatheit. Und dort gab es dann die Infektionen. Und dann ist das Infektionsgeschehen hochgegangen. Was schließen wir daraus? Was ist daraus die Schlussfolgerung? Wir müssen einerseits natürlich die sogenannten vulnerablen Gruppen, die besonders Gefährdeten, schützen. Aber da sind wir jetzt schon relativ weit mit dem Impfen. Und deshalb ist es möglich, den anderen Bereich, den Kulturbereich, es gibt auch Konzepte für Schausteller, aber gerade den Kulturbereich, den Sportbereich, die Gastronomie, den Einzelhandel kontrolliert öffnen mit solchen Hygienekonzepten. Damit tut man den Menschen einen Gefallen, man tut den Kulturschaffenden einen Gefallen und man tut auch denjenigen einen Gefallen, die die Kultur so schmerzlich vermissen. Vielen Dank für dieses ganz klare Plädoyer. Darf ich was sagen? Wie könnte ich dem Bundesvorsitzenden jemals das Wort verbieten? Nur ganz kurz, weil der Uli hat so unglaublich recht. Weil ich jetzt schon drei Freunde genannt habe, erlaube ich mir einen vierten zu outen. Jörg Wittmann. Jörg Wittmann ist einer der führenden deutschen Klarinettisten und einer der großen zeitgenössischen Komponisten. Der schreibt mir auf einen Gastbeitrag, den ich in der Bild geschrieben habe, Neustart, Frau Merkel, schreibt er mir, liebe Grüße an dich aus Madrid. Ich dirigiere das Orchestra Nacional de España in drei Konzerten. Wir spielen jeden Abend vor 1000 Leuten. So kann das sehen. Danke für deine Intervention. Herzliche Grüße. Das geht. Wahnsinn. Michael, meine Frage an dich. Wir haben jetzt gerade über den illustren und sehr, übrigens sehr beneidenswerten Freundeskreis von Christian Lindner gehört, mit einer ganz großen Brandbreite an Kultur. Fragen oder steigen. Lieber Michael, können wir diesen Leuten tatsächlich Hoffnung machen, dass wir in Deutschland auch erleben, dass wir uns an Hygienemaßnahmen orientieren bei der Eröffnung? Ich meine, beim ersten Lockdown hatten wir tatsächlich viele, viele Fehlinformationen. Da hieß es, hätten wir damals gewusst, was wir heute wissen, hätten wir den Einzelhandel nicht geschlossen. Der Einzelhandel wurde geschlossen. Im Sportbereich, im Yoga-Bereich haben sich viele beispielsweise Luftreinigungsgeräte gekauft, Investitionen getätigt und sie wurden trotzdem geschlossen. Wäre es nicht eine Idee, verlässliche Hygienemaßnahmen aufzustellen und dann aber auch eine Öffnung zu ermöglichen, auch im Hinblick auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Weil ganz ehrlich, die Leute haben so ein bisschen Isolation, die scharfe Isolation satt, oder spüre ich das falsch? Also ein bisschen Isolation ist gut. Wir haben ja leider massive Anstiege in den Psychiatrien in Baden-Württemberg, in ganz Deutschland. Das Thema Einsamkeit spielt eine Rolle, nicht nur bei Jugendlichen, die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind wirklich randvoll, also ist ein ganz großes Problem. Menschen sind soziale Wesen und brauchen Kontakte, Kinder brauchen andere Kinder, junge Menschen brauchen andere junge Menschen. Deshalb ist diese Öffnungsperspektive so wichtig. Und nachdem wir ja jetzt hier die persönlichen Bekanntenkreise offenlegen, ich habe gestern mit Bernd Gnann, dem Schauspieler, gesprochen, der ja hier in Karlsruhe das Karlsruher Kammertheater übernommen hat und leitet. Und er hat mir seine Situation geschildert.
die ist dramatisch. Man könnte jetzt auch noch andere Beispiele anfügen. In Baden-Baden das Festspielhaus, die ja eben auch große Hoffnungen hatten, dass der Betrieb unter Hygienebedingungen wieder losgeht. Also ich kann nur bestätigen, was Sie gesagt haben. Und vor dem Hintergrund, also einer gehört eben nicht zu meinem engeren Freundeskreis, das ist Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister. Und ich verstehe nicht, was er tut. Jetzt bekomme ich auch Zuschriften, er hätte sich doch die ganze Zeit um die Pandemie gekümmert. Wir haben da einen anderen Eindruck. Als wir im Bundestag am 24. Januar eine Unterrichtung gefordert hatten, 2020, gab es noch keinen Pandemiekranken in Deutschland, keinen Corona-Kranken in Deutschland. Als wir von der Bundesregierung am 14.02. einen Krisengipfel für die Wirtschaft gefordert haben, wohlgemerkt in 2020, sagte Minister Altmaier, er sehe keine globale Krise. Als wir, Christian Lindner und die Bundestagsfraktion, eine differenzierte Öffnungsstrategie gefordert haben und Vorschläge gemacht haben im April 2020, da wurden wir massiv angegriffen. Und man kann jetzt sagen, die Fehlerkette ist lang. Kein Reiserückkehrmanagement, keine Teststrategie, das Impfdesaster. Wenn man zu spät Impfstoffe bestellt, braucht man sich nicht zu wundern, dass sie dann nicht rechtzeitig geliefert werden. Wenn man zu wenig an Kaufpreis bietet im Verhältnis zu anderen Ländern, braucht man sich nicht wundern, dass Produktionskapazitäten nicht schnell genug hochgefahren werden. Und jetzt das Fiasko mit der Teststrategie, also offensichtlich wurden ja Monate vergeudet, wo andere Länder wie Österreich, aber auch Länder wie Südkorea oder auch Taiwan und Singapur eben Teststrategien ausgerollt haben. Da ist bei uns nicht genug passiert, während zum Beispiel Anbieter wie die in Karlsruhe ansässige DM, Drogeriemarktkette, ich habe ja mit Christoph Werner da auch einen engen Austausch geführt, sagen, sie waren in den Startlöchern schon seit Wochen. Und da sagen wir einfach, jetzt muss die Regierung endlich ins Handeln kommen, weil eine Öffnungsstrategie mit Testen und Impfen dazu führt, dass wir Gastronomie, Hotellerie, auch die Veranstaltungswirtschaft wieder hochfahren können. Und das löst dann auch natürlich das Vereinsamungsproblem, weil eben Begegnungen mit Abstand und Hygienemaßnahmen wohlgemerkt wieder möglich werden. Frau Lobber, Sie hatten sich gerade eben gemeldet. Mich würde darüber hinaus interessieren, welche Bedeutung hat eigentlich aus Ihrer Sicht Kultur für die Gesellschaft? Welchen Beitrag können Sie leisten und was fehlt uns und den Kulturschaffenden im Moment? Also die Kultur stellt ja öffentliche Räume zur Verfügung. Jedes Theater hat ein Foyer, da begegnen wir uns. Im Museum setzen wir uns mit der Vergangenheit auseinander. Und es wird ja viel über Technologie gesprochen. In einem, ich sag's mal so, die Technologie von heute ist morgen im Museum. Das heißt, jedes Museum ist ein unglaublicher Wissenspool, das ist eine Datenbank. Und alles, was uns heute umtreibt und was uns bewegt, das haben wir schon gestern auf den Theaterbühnen gesehen. Mhm. Also die Theater verhandeln das Verhalten des Menschen oder sagen das Verhalten des Menschen voraus, eigentlich schon lange vor der Erfindung des Algorithmus. Also insofern ist Kultur eine unglaubliche Bereicherung. Also da geht es jetzt nicht nur um die Themen Vereinsamung, dass man endlich mal rauskommt, sondern es ist eine ganz, ganz wichtige Inspirationsquelle, in der wir uns immer wieder selbst hinterfragen können, in der wir uns austauschen, in der eine demokratische Gesellschaft sich darüber verständigt, was wirklich wichtig ist. Und gerade wenn wir so über demokratische Spielregeln sprechen, ja, wie sprechen wir miteinander, wie argumentieren wir, dann findet das alles in der Kultur statt. Und deswegen ist sie so unverzichtbar. Und ich glaube, sie ist dann auch, wenn wir mal jetzt den Blick vorausschicken, was wird nach der Pandemie sein? Wir haben große Angst um unsere Innenstädte, die drohen zu veröden. Und eine Innenstadt besteht ja nicht nur aus Ladenzeilen, sondern da brauchen wir ja ganz, ganz viel dazu. Da brauchen wir Hotellerie, wir brauchen tolle Cafés, wir wollen uns begegnen, aber wir brauchen vor allem auch die Kultur dazu, denn die sorgt dafür, dass abends die Innenstädte voll sind. Ich weiß nicht, was Sie machen im Sommer, wenn ich endlich mal wieder reisen darf. Ich werde mich bestimmt nicht irgendwo in den Liegestuhl legen. Ja, ich war jetzt ein Jahr lang quasi zu Hause. Ich bin so ausgehungert. Also man fährt ja in die großen Metropolen der Welt, weil es dort ein Royal Opera House gibt, weil es dort eine Louvre gibt, weil es dort eine Arena di Verona gibt. Und ich bin so ausgehungert und wir brauchen ganz, ganz dringend diese Inspiration.
Deswegen ist Kultur so wichtig. Und, ja, und wenn Kultur der Spiegel wäre, dann würde natürlich zunehmend absurdes Theater aufgeführt werden, von Ionesco bis zu Beckett. Denn man hat ja den Eindruck, die Situation, in der wir uns befinden, ist ein Stück weit absurdes Theater. Also vielleicht würde uns das auch helfen, mit der Situation zurechtzukommen. Viele Menschen haben zunehmend den Eindruck, dass sie nicht verstehen, was eigentlich gemacht wird. Uli Rühlke hat es geschildert. Bereiche, die eben kein Infektionsrisiko darstellen, werden geschlossen. Andere Bereiche im privaten Bereich, da kommen die Infektionsrisiken her, weil die Menschen da dann unachtsam werden. Also vor dem Hintergrund könnte Kultur da einen ganz wichtigen Korrekturfaktor natürlich auch mit einbringen, weil ja eine gesellschaftspolitische Diskussion immer irgendwie den Katalysator Kultur braucht oder den Spiegel oder egal, wie man es dann auch nennt in der Kulturdiskussion. Sie hilft ja vor allem, die Kultur hilft ja auch vor allem, ein bisschen von diesen ganz konkreten Alltagsproblemen nicht abzulenken, sondern sie in einen großen Kontext zu stellen und sie wieder geschichtlich-historisch einordnen zu können. Und das würde uns, glaube ich, auch gerade sehr helfen. Also wo alles so durchventiliert wird und jedes Ereignis des Augenblicks ist gerade das Allerwichtigste und morgen ist es irgendwas anderes. Also es täte uns gerade, glaube ich, auch mal ganz gut, einen Schritt zurückzutreten und die Dinge in großen Zusammenhängen und im Kontext zu betrachten. Eine ganz schnelle Nachfrage hätte ich, und zwar hatten wir einen Aufschlag Rühlke auch in einem Theater und da habe ich mich mit der Inhaberin dieses Theaters unterhalten und sie hatte eine ganz große Sorge, nämlich sie hat gesagt, wenn morgen der Lockdown beendet würde, dann könnte sie übermorgen das Theater trotzdem nicht öffnen, weil im Moment Proben nur sehr eingeschränkt möglich ist und weil sie eigentlich eine Werbeoffensive machen müsste, die Leute wieder reinholt, die ja verunsichert sind. Und das Ganze braucht nicht nur einen Vorlauf, sondern sie bräuchten eigentlich auch die finanziellen Mittel, um diesen Neustart in irgendeiner Form zu organisieren. Ist es was, was Sie nachvollziehen können? Ist das auch eine Sorge, die Sie haben? Also sicherlich brauchen die Kulturinstitutionen eine gewisse Übergangszeit, bis sie wieder voll starten können. Denn wie gesagt, diese Hygienekonzepte müssen ja auch gesichert durchgeführt werden können. Da muss sich jedes Haus vorbereiten. Ich weiß aber von den Theatern, dass die eigentlich auf einem riesen Stau von Produktionen sitzen. Die haben ja ein Jahr lang nichts anderes gemacht, als eine Produktion nach der anderen erfunden für diese Corona-Situation und sie dann wieder absagen müssen. Das heißt, da gibt es unglaublich viele Produktionen, die jetzt gezeigt werden könnten und man brennt darauf, es zu zeigen. Es ist ja auch jetzt gerade bei den öffentlichen Kulturinstitutionen, es ist ja auch ihr Bildungsauftrag. Also sie brennen ja wirklich darauf, das zeigen zu können, auch wenn es sich wahrscheinlich jetzt wirtschaftlich überhaupt nicht lohnen wird. Und zwar auch noch die nächste Zeit, weil ja die Zuschauerräume gar nicht so voll besetzt werden können. Uli, ich habe eine Frage aus dem Publikum, ergänzt durch eine Frage von mir. Wir haben gerade eben gehört, dass es sich am Anfang die Öffnung nicht wirtschaftlich lohnt. Ich meine, wir gucken mal hier in den Raum, wenn wir ähnlich bestuhlen und überlegen, dass wir hier mehrere Schauspieler stehen haben, mit Licht, Ton und allem, dann laufen natürlich Kosten auf. Und die Sorge übrigens nicht nur vieler Kulturschaffenden, sondern auch der Wirtschaft in vielen Bereichen ist, dass die Kosten durch die Hygienemaßnahmen steigen, während die Umsätze nicht so hoch sind wie vorher. Glaubst du, dass die Politik das tatsächlich ausreichend berücksichtigt? Weil viele haben weniger Angst vor dem Lockdown als vor der Hochfahrphase und dessen, dass sie hier weiter Verluste machen. Und anschließend daran aus dem Publikum, der angekündigte Stufenplan wurde in Baden-Württemberg auch nicht durchgesetzt. Jetzt ist hier die Frage, wie soll die Gastro sich vorbereiten? Ich möchte das sich ausweiten. Wie sollen sich denn die Menschen in Baden-Württemberg darauf vorbereiten, wenn wir überhaupt keine planbaren Stufen haben? Vorbereitung ist schwierig, aber ich fange vielleicht mal bei der ersten Frage an. Natürlich hat man die Kultur nicht ausreichend auf dem Schirm, das ist völlig klar. Ich kann es mir als Oppositionspolitiker jetzt einfach machen und sagen, werden wir am Sonntag gewählt, dann stellen wir ausreichend finanzielle Mittel für die Kultur zur Verfügung, aber das wäre zu einfach. Ich denke, es ist zunächst mal notwendig, sich darüber im Klaren zu sein, dass auf diesem Feld auch erhebliche Not herrscht, nicht nur in anderen Wirtschaftsbereichen, und dass man die Kultur mitdenken muss. Und das Zweite, ja, mit dem Öffnungskonzept, also mich hat dieses Blatt, das da die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin konzipiert haben, schon fasziniert. Ich habe es im
Landtag von Baden-Württemberg bei der Sondersitzung am vergangenen Freitag hochgehalten und habe dann vorgelesen, da gab es dann eine Stufe 5, die ab frühestens dem 5. April gilt. Und dann geht es weiter mit weiteren Schritten. Und die weiteren Schritte nach dem 5. April ist dann die Ministerpräsidentenkonferenz vom 22. März. Also ich habe dem Ministerpräsidenten gesagt, Franz Kafka hätte seine Freude an diesem Konzept. Nicht? Das erinnert an den Roman Der Prozess. Da gibt es den Protagonisten Josef K., der wird angeklagt, weiß nicht warum, sucht ein Gericht, findet es nicht und stolpert über die Bürokratie. Das wäre nicht so schlimm, wenn es nicht im Landtag und im Land Baden-Württemberg umgesetzt wurde, nicht von Josef K., dem Protagonisten, sondern von Winfried K., dem Ministerpräsidenten. Also das ist absurdes Theater. Der Michael hat es vorhin schon angesprochen, denn niemand weiß, wie er damit umgehen soll. Nicht, wir kriegen jetzt für den 22. März möglicherweise eine Öffnung der Außengastronomie. Gottlob auch von Teilen der Kultur, so ist es zumindest angekündigt. Aber eben nicht von der Innengastronomie. Warum nicht? Ist in keiner Weise nachvollziehbar. Gleichzeitig, wir sprachen darüber, gibt es jetzt mehr private Kontakte. Da wird gelockert. Aber beim Handel wird nicht gelockert. Wir haben doch nur, weiß Gott, festgestellt, dass die meisten Infektionen im privaten Bereich nun stattfinden. Ich will jetzt nicht fordern, es darf da nicht gelockert werden. Aber es ist doch unlogisch zu sagen, wir lockern im privaten Bereich, aber ziehen die Zügel weiter ein beim Handel. Das zeigt doch, wo der Hase im Pfeffer liegt. Die Politik, die Ministerpräsidentenkonferenz, reagiert allein auf öffentlichen Druck. Und das haben wir auch bei Herrn Kretschmann feststellen können, der eine Woche vorher noch erklärt hat, wir öffnen erst bei Inzidenzen unter 35. Und jetzt erklärt er plötzlich, wir öffnen bei Inzidenzen unter 50. Warum? Weil die öffentliche Meinung ihn treibt. Also es sind politische Entscheidungen und sind keine Entscheidungen, die irgendwas mit Infektionen zusammen zu tun haben. Und das Absurdeste daran, ich kann es jedem gern zeigen, ich habe es gestern fotografiert, bei mir in Pforzheim gab es gestern ein Kaufhaus. Da hat sich dann eine Schlange gebildet, die etwa 100 Meter lang war. Die Leute standen in keiner Weise in Abstand. Am Abend hat dann die Polizei diese Schlange aufgelöst. Warum? Weil man die idiotische Idee gefasst hat, zu sagen, wir öffnen den Handel in Kreisen mit Inzidenz unter 50 und vertrauen darauf, dass es dann keinen Einkaufstourismus gibt. Also es ist absurd, von hinten bis vorne nicht zu Ende gedacht. Und da braucht sich keiner darüber zu wundern, dass die Verärgerung in der Bevölkerung steigt, das Vertrauen in die Politik erodiert und die Menschen frustriert sind. Lieber Michael, wir haben eine Frage aus dem Publikum, die sich wieder auf Hotels und Gastronomie bezieht, aber man kann sie tatsächlich auf die gesamte Wirtschaft ein Stück weit ausweiten, einschließlich Kulturwirtschaft und alles, was es sonst noch gibt. Und zwar die Frage, was für Perspektiven hat die Wirtschaft oder Hotels und Gastronomie im Moment eigentlich? Kann es sowas wie einen verlässlichen Plan denn überhaupt geben? Oder müssen wir einfach bis zum Ende der Inzidenzen oder ich weiß ehrlich, bis wir alle durchgeimpft sind, uns im 4-Wochen-Rhythmus neu erfinden? Also der Fairness halber muss man sagen, auch wir Freie Demokraten haben unseren Stufenplan aufgebaut auf der Infektionsentwicklung. Also die Inzidenzen sind bei uns entscheidend. Allerdings ergänzen wir den reinen Inzidenzwert um einen sogenannten dynamischen Faktor. Wir sagen, der Blick auf die Inzidenz ist ja nur die halbe Wahrheit. Ein verwaltungstechnischer Wert, der eingeführt wurde, weil man gesagt hat, bis 50 können die Gesundheitsämter die Infektionsketten nachvollziehen. Aus dem Blick geraten ist dabei der zentrale Punkt der Hospitalisierung, also wie viele Intensivbettenkapazitäten stehen eigentlich zur Verfügung. Es wird auch nicht berücksichtigt, ob nicht durch die Digitalisierung der Gesundheitsämter, die ja von uns seit Monaten eingefordert wird, auch eine höhere Zahl an Inzidenzen nachverfolgt werden könnte. Und ebenso nicht berücksichtigt wird der Impffortschritt, die Verfügbarkeit von Tests und auch moderne innovative Technologien wie virenhemmende HEPA
Filter. Und da sind wir jetzt mittendrin in einer Öffnungsperspektive, wie wir sie uns vorstellen, die dann nicht nur Hotels, Gastronomie und den Einzelhandel beinhaltet, sondern eben auch die Veranstaltungswirtschaft. Wir sind tatsächlich der Meinung, dass es gelingen kann und muss, dass zum einen die Impfstoffe jetzt nach oben gefahren werden. Da gibt es ja hoffnungsvolle Signale. Dann muss es aber auch möglich sein, dass schneller dieser Impfstoff auch verimpft wird. Da brauchen wir mehr Flexibilität, eine Nachrückeliste, vor allen Dingen eben auch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte einbeziehen. Und was wir wollen, ist zum Beispiel auch, dass virenhemmende HEPA-Luftfilteranlagen eingebaut werden in öffentliche Gebäude. Dafür fordern wir ja seit Monaten zum Beispiel schon ein Förderprogramm. Das ist uns alles zu schleppend. Und mit diesen Konzepten gehen wir davon aus, dass eben dann in Zukunft eine Öffnungsperspektive umgesetzt werden kann. Kurzum, sollte aber trotzdem vielleicht durch Mutationen und dadurch, dass die Menschen sich nicht an Abstands- und Hygieneregeln halten, das Infektionsgeschehen durch die Decke gehen und vor allen Dingen die Intensivstationen überlastet werden, dann müssten auch wir als verantwortungsvolle Politiker gegebenenfalls sagen, dass wieder härtere Maßnahmen notwendig sind. Nur glauben wir, dass die Mitwirkungsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger das Entscheidende ist. Und die meisten Menschen sind ja auch bereit, sich dran zu halten an die Dinge. Und im Bereich, Uli Rühlke hat es gesagt, von Gastronomie und Handel und auch Hotels sind ja gar keine Hotspots, keine Infektionsherde. Deshalb leuchtet niemand ein, warum die geschlossen sind. Lieber Christian, ich würde dir gerne eine Frage stellen, die mich tatsächlich seit mehreren Tagen persönlich umtreibt. Und zwar kann ich mich an den Beginn der Pandemie erinnern. Das war eine Zeit, wo wir alle noch nicht genau wussten, was müssen wir machen, was können wir machen, wie können wir unser Klinikpersonal schützen, wie können wir die vulnerablen Personen schützen. Es gab noch keinen Impfstoff in Aussicht und die einzige wirksame Maßnahme, die wir hatten, um uns und andere zu schützen, waren damals FFP2-Masken. Und wir erinnern uns alle zurück, diese Masken waren eine Seltenheit. Man konnte sie also nicht einfach so bestellen. Sie waren vergleichsweise teuer und sogar unser Klinikpersonal musste... Manche mussten auch Provision zahlen. Ja, darauf komme ich gleich. Und sogar unser Klinikpersonal musste deutlich länger ihre eigenen Masken tragen, als es eigentlich gesundheitlich vorgesehen war und als eigentlich die Schutzwirkung vorhanden ist. Deswegen gab es am Anfang auch Infektionen dort, wo es auf gar keinen Fall Infektionen geben sollte, nämlich in Kliniken. Und in die gleiche Zeit fällt tatsächlich auch das Thema, das wir in der Presselandschaft die letzten Tage hoch und runter gefunden haben, dass teilweise Abgeordnete der Regierungsparteien, ich sage jetzt mal illegal, vielleicht ein bisschen Lobbying gemacht haben im Gesundheitsministerium auf der anderen Seite, aber tatsächlich eventuell nur anrüchig Aufträge vermittelt haben. Da würde mich mal deine Meinung dazu interessieren, wie kann es dazu kommen und wie können wir uns davor schützen, dass künftig in solchen Krisensituationen diejenigen, die eigentlich zum Wohle des Volkes arbeiten wollen, im Wesentlichen zum Wohle ihrer eigenen Geldbeutel arbeiten. Also zukünftig muss die staatliche Verantwortungsgemeinschaft vorbereitet sein auf Krisen dieser Art. Wir haben eine nationale Erbsenreserve. Ich war davon ausgegangen, dass wir auch eine nationale Maskenreserve haben für den Fall einer globalen Pandemie. Das war nicht der Fall, wie wir jetzt gelernt haben. Das muss natürlich zukünftig besser werden. Wie wir generell ja hier konfrontiert worden sind in den letzten Monaten mit der Lebenslüge, dass Deutschland ein gut verwaltetes, gut regiertes Land sei, in dem es gut lief. Das ist eine Lebenslüge, das haben wir uns selber immer erzählt, stimmt aber nicht. Nichts funktioniert bei uns so, wie es sollte. Der Weckruf war nicht der mangelhafte Ausbau des Glasfasernetzes, aber jetzt diese Pandemie ist es. Wir müssen also grundlegend etwas verändern an der Art und Weise, wie Staat und wie Verwaltung arbeitet. Zweiter Gedanke, es gab ganz viele Hilfsangebote seinerzeit, die kamen wie ein Tsunami auf alle Abgeordnete zu. Ich glaube, ich hatte alleine 2 Dutzend unterschiedliche Anbieter, die sich gemeldet haben und Desinfektion und Maske und was die alles angeboten, Schutzmaterialien, was die alles angeboten haben. Und das hat mein Büro einfach weitergeleitet an das Bundesgesundheitsministerium, das dafür extra eine zentrale Adresse zur Beschaffung eingerichtet hatte.
Ich hätte mir dritter Gedanke nicht vorstellen können, dass es gewählte Parlamentarier gibt, die das eine Gelegenheit für Geschäfte, als eine Gelegenheit für Geschäfte begreifen könnten und die dann vor allen Dingen ja erfolgreich waren. Also das eine ist, dass der Abgeordnete sagt, ich versuche zu lobbyieren. Das andere ist, dass irgendwie auf der Seite des Ministeriums das Erfolg hatte. Dass also jemand mit Abgeordnetenbriefbogen, der nachgehakt hat, telefoniert hat, dass der Erfolg hatte. Und deshalb ist meine tiefe Überzeugung, wir müssen vor der Bundestagswahl in dieser Frage Klarheit schaffen. Das beschäftigt uns alle sehr. Da geht es nicht nur um das, um die Verfehlungen. Ich nehme mal ein anderes Wort, als du es verwendet hast. Es geht da nicht nur um die Verfehlung Einzelner, sondern es geht um die Frage, wie ist eigentlich die Bundesregierung, wie sind Ministerien damit umgegangen? Und die einzige realistische Möglichkeit dafür ist, dass die Regierung selber einen Sonderermittler einsetzt, der jetzt wie seinerzeit Burkhard Hirschmal nach dem Regierungswechsel Kohl-Kinkel mit seiner Unabhängigkeit, mit den Befugnissen eines Richters, Staatsanwalts, Akteneinsicht, Befragung von Zeugen, der Öffentlichkeit einen Bericht vorbereitet, der noch vor der Bundestagswahl vorliegen muss, damit wir wissen, dass dort innerhalb der Verwaltung alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Dass es individuelles Verfehlen einzelner Abgeordneter gibt, ist das eine. Aber die Integrität der öffentlichen Verwaltung muss sichergestellt sein, selbst wenn sie nicht immer so professionell handlungsfähig war, wie wir uns das gewünscht haben. Mindestens in moralischer Hinsicht sollte sie nicht angreifbar sein. Und ich habe keine Anzeichen dafür, dass das anders ist. Aber um jeden Zweifel auszuräumen, brauchen wir da jetzt einen Sonderermittler, der wirklich mal jede Aktenseite von links nach rechts dreht. Eine ganz wichtige Aussage, dass wir das alles aufklären müssen. Ich habe noch drei Fragen, die ich gerne den drei hier Anwesenden stellen würde, und zwar aus dem Publikum. Und die erste Frage, lieber Michael, die würde ich gerne dir stellen. Du bist Wirtschaft, du bist Gesundheit, Stellvertreter der Bundestagsfraktion der FDP für beide Themen. Und die Frage, die hier gestellt worden ist, deswegen passt sie zu dir, was halten wir denn von Schnelltests von Aldi, Lidl und Co.? Naja, also Schnelltest, ich habe heute einen Selbstschnelltest gemacht beim Besuch eines Unternehmens, eine Konditorei Pfalzgraf im Kreis Freudenstadt mit dem Dr. Tim Kern. Alle Teilnehmer, die da kamen, haben diesen Selbsttest vorgenommen unter Anleitung. Das ist möglich und das verschafft uns eben die Möglichkeit, dass wir Dinge wieder öffnen. Bei den konkret jetzt vertriebenen Schnelltests gehe ich davon aus, dass sie eine Zulassung haben. Da wird ja darüber diskutiert, wie zuverlässig sie sind. Es geht auch um die Frage, wie viel Einweisung brauche ich? Also das war jetzt so ein Nasenabstrich. Das ist ein bisschen unangenehm. Wobei ich fand es jetzt beim Selbermachen weniger unangenehm, als manchmal, wenn es jemand macht. Da kommt es nämlich auch immer drauf an, wie der dann da reinkommt. Aber es gibt ja Weiterentwicklungen, sogenannte Spuck- und Gurgeltests. Auch ganz einfache Tests sind da zum Beispiel im europäischen Ausland in Österreich im Einsatz, die Schülerinnen und Schüler selber einsetzen können. Die sind bei uns noch nicht auf dem Markt, aber ich hoffe schwer, dass das bald kommt. Denn das Testen ist doch für uns die Maßnahme neben dem Impfen, die dazu führt, dass wir mehr Sicherheit haben. Denn ohne Tests wissen wir gar nicht, ob ein Verdacht auf eine Infektion vorliegt. Diese Tests sind nicht ganz sicher. Das heißt, wenn sie positiv sind, dann muss nochmal ein PCR-Test drüber gehen. Also es ist die Gefahr der falsch positiven Ergebnisse. Aber wenn sie negativ sind, kann man mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass dann die nächsten 6 Stunden, 8 Stunden eben keine Infektion vorliegt. Und das ist doch eine tolle Sache, um dann Dinge im gesellschaftlichen, im sozialen, im wirtschaftlichen Leben wieder hochzufahren. Deshalb sind wir extrem für diese Tests. Und man hat ja auch gesehen, es wurde den Anbietern, wurden ja diese Tests geradezu aus den Händen gerissen. Und Lisa Federle aus Tübingen hat ja bei Anne Will auch beschrieben, dass dann Menschen kamen und sagten, wie muss ich denn jetzt mit dem Testergebnis umgehen? Das ist gleich das Nächste. Wir fordern seit Monaten eine klare Kommunikationsstrategie von der Bundesregierung ein. Ich meine, wir haben so gut ausgebildete Menschen in Deutschland, die können auch mit solchen Tests umgehen. Und dann muss klar kommuniziert werden, was dann bei welchem Ergebnis zu machen ist. Also beim positiven Test noch ein PCR-Test, um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann können wir die Infektionsketten, weil wir sie erkennen, früher entdecken, auch schneller unterbrechen. Und das muss das Ziel sein. Frau Lorbe, meine Frage aus dem Publikum, die ich gerne Ihnen stellen würde. Sie arbeiten ja mit Gesellschaft, also arbeiten ja mit Menschen zusammen. Jetzt haben wir gehört,
dass wir mit den Schnelltests deutlich schneller auch zur Öffnung kommen. Aber das hängt natürlich mit der Einsicht der Menschen und mit der Kooperation der Menschen zusammen. Wie sollen wir aber eigentlich damit umgehen, dass manche Menschen eben wenig einsichtig und nicht kooperativ sind? Was ist denn da die richtige gesellschaftliche oder vielleicht auch die richtige persönliche Antwort, wenn ich sehe, dass sich vielleicht jemand suboptimal verhält? Um es mal so freundlich auszudrücken, wie es Christian Lindner immer macht. Also in den Kulturinstitutionen haben wir ja tatsächlich mit vielen Menschen und mit allen möglichen Reaktionen zu tun. Das ist sicherlich richtig. Aber ich würde es ungern jetzt in Bezug auf die Tests beantworten. Hier in Karlsruhe haben ja seit heute sogar die ersten Museen wieder geöffnet. Das ist ein großer Erfolg. Und ich bin mir sicher, da es ja bislang noch überhaupt keine nachgewiesenen Infektionen gegeben hat. In den Kulturinstitutionen kann ich die Frage wirklich ganz unabhängig von Tests beantworten. Man ist in der Kultur sicher. Wir erleben die Besucherinnen von Theatern, von Museen als überaus verantwortungsbewusst. Es gibt so ein geregeltes Einlassmanagement. Wir können alles kontrollieren, nachverfolgen. Also da besteht überhaupt gar keine Sorge. Und wenn ich einen Wunsch habe, dann nutzen Sie jetzt die Chance, nehmen Sie sich einen lieben Menschen, womöglich einen, der jetzt lange keinen Besuch mehr bekommen hat, gehen Sie mit ihm ins Museum oder hoffentlich auch bald wieder ins Theater und genießen Sie das, was Sie haben. Es wird Sie glücklich machen. Ja. Liebe Uli, wir haben unfassbar eloquente Teilnehmer hier in dieser Runde. Das merkt man vor allem daran, dass die Zeit so weit fortgeschritten ist und ich keine Chance mehr habe, meine Schlussrunde durchzuführen. Trotzdem werde ich dir die beiden Fragen stellen, die einmal aus dem Publikum kommt und dann die Frage der Schlussrunde, die du dann als Solist beantworten darfst. Die Frage aus dem Publikum ist, was fehlt Ihnen, Herr Rühlke, im Bereich der Kultur am meisten? Kino, Theater oder irgendetwas anderes? Und meine Abschlussfrage wäre, was wünschst du dir für die Kultur in Baden-Württemberg und was kannst du als, ich sag mal, Spitzenpolitiker hier im Land und jemand, der auch bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, was kannst du für den Kulturbetrieb denn vielleicht nach dem 14. März machen? Was wären deine Wünsche für den Kulturbetrieb? Also was mir am meisten fehlt, ist in der Tat Theater und Konzerte, ohne jetzt die anderen Bereiche quasi zurückstufen zu wollen. Was kann man machen nach dem 14. März? Also ich hoffe sehr, dass wir möglichst rasch wieder in einen Normalmodus kommen. Ich hoffe, dass wir jetzt eine Zeit bekommen, wenn es wieder wärmer wird, wo die Inzidenzen sinken. Gleichzeitig hoffe ich darauf, dass die Versprechungen eingehalten werden, dass spätestens im April es deutlich mehr Impfstoff gibt und wir breite Schichten der Bevölkerung impfen können. Bin aber skeptisch. Denn wir haben festgestellt, gerade in Baden-Württemberg, erst hatte die Landesregierung ein Problem mit zu wenig Impfstoff, mittlerweile hat sie ein Problem mit zu viel Impfstoff. Also beides kriegt sie nicht in den Griff. Und ich hoffe, dass sich dieses ändert. Und dann hoffe ich, dass wir nach dem 14. März dann sukzessive in einen Normalzustand kommen. Sollte das nicht der Fall sein, werde ich, wie ich es vorhin beschrieben habe, natürlich dafür plädieren, zu sagen, wir machen für die besonders Gefährdeten weiterhin eine Schutz-, eine Protektionsstrategie. Aber wir können es verantworten mit den Hygiene-, Abstands- etc. Konzepten, die ich in Baden-Württemberg sehe, den Bereich der Kultur und andere Bereiche, auch den Sport, zu öffnen. Dafür würde ich mich auf jeden Fall einsetzen. Und dann müssen wir natürlich sehen, wo haben wir massive Kollateralschäden dieser Corona-Politik und wo müssen wir konkret helfen, damit bestimmte Kulturzweige nicht absterben. Vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr sind wir schon am Ende, meine Damen und Herren. Wenn Baden-Württemberg einen neuen Impuls auch im Bereich der Kulturpolitik bekommen soll, dann haben Sie am 14. März die Möglichkeit, den neuen Impuls zu wählen, nämlich die Freien Demokraten. An dieser Stelle ist es leider schon wieder vorbei. Deswegen beginne ich einfach mal mit meinem Dank. Und mein ganz besonderer Dank gilt Ihnen natürlich, Frau Lorber, als unser ganz besonderer Gast am heutigen Abend. Den anderen danke ich natürlich auch allen voran. Christian Lindner, Michael Theurer, Alena Trauschel, Patrick Wilczek, Patrick Waren und Patrick Malke. Und Christian Jung, herzlichen Dank an alle dabei.
Und jetzt nochmal einen richtig kräftigen Applaus für den Mann, der seit Wochen in Baden-Württemberg unterwegs ist und immer wieder unsere Position vorbringt. Lieber Uli, ich habe schon gesagt, so oft wie ich dich schon gehört habe, könnte ich unsere Parteiprogramm wahrscheinlich tanzen. Ein ganz besonderes Danke. Das solltest du aber auch dann mal tun. Ja. Weiß nicht, ob das jetzt ein passendes Beitrag zur Kultur ist. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön dir, lieber Uli. So. Wer mich am Ende vielleicht doch noch tanzen sehen will, den lade ich ein, morgen 20 Uhr dem Aufschlag Rüke in Heilbronn teilzunehmen. Da wird es ums Thema Bildung gehen, ein Thema, das ich unfassbar spannend finde und wo ich tatsächlich wenigstens Bäume hochgehen könnte. Und am 11. März um 17.30 Uhr in Stuttgart unsere Abschlussveranstaltung wieder in vertrauter Runde. Ich freue mich auf Sie und für heute wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Abend.